auch im Vorhinein zu diesem Jubiläum, diesem Jubiläumswochenende auch schon erfolgt. Aber machen wir uns nichts vor. Manchmal ist es halt eben auch wichtig, entsprechende finanzielle Unterstützung zu erfahren. Und da möchte ich ganz besonders hervorheben, die Kreissparkasse Heinsberg, die sich für dieses Wochenende außerordentlich uns unterstützt. Und deswegen an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an die Kreissparkasse. Vielen Dank. Das letzte Dankeschön des heutigen Abends gebührt demjenigen, der immer zwischendurch hier oben auf die Bühne hochgehopst ist und der immer wieder in seiner gewohnten Art und Weise, manchmal schelmisch, manchmal keckisch, uns durch den Abend geleitet hat. Und deswegen möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, Johannes. Vielen, vielen Dank, dass du diesen Job übernommen hast und uns ein paar angenehme Stunden hier geschert hast. Danke. Ich möchte mal kurz die Gelegenheit nutzen für diejenigen, die vielleicht keine Plakate gesehen haben oder keine Facebook-Posts gelesen haben, irgendwie abgeschnitten sind von der Außenwelt. Am morgigen Abend wird dann hier in diesem Bürgertreff, allerdings nicht auf dieser Bühne, sondern wir werden morgen Nachmittag ein bisschen Arbeit haben, um dem Ganzen auch akustisch gerecht zu werden. Auf der Rückseite dieser Halle eine Bühne aufgebaut für die wahrscheinlich weltbeste Brass-Formation schlechthin, nämlich German Brass. Glücklicherweise sind doch dann in den letzten zwei Wochen eine Menge Karten noch mehr verkauft worden. Wir stehen jetzt gerade bei 380. 25 sind noch verfügbar. Wer morgen Abend noch kommen will, noch keine Karte hat, Hedwig Wolters verwaltet diese. Es geht dann weiter am Sonntagmorgen um 9 Uhr für alle Musiker unter uns, die ein Blechblasinstrument spielen. Es ist nicht so, dass wir das gegen Holzblasinstrumente oder so haben. Aber es sind nun mal halt eben alles Blechbläser. Die Jungs werden am Sonntagmorgen von 9 bis 13 Uhr über 4 Stunden einen Workshop für Trompete, Horn, Bass und Posaune anbieten und durchführen. Da sind auch noch einzelne Restplätze frei. Und am Sonntagnachmittag geht es dann weiter, auch erstmalig, dass wir ein internationales Jugendorchesterfestival veranstalten werden. In der Form unseres normalen Kaffeekonzerts bei Kaffee und Kuchen werden dann hier Jugendorchester aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden ihr Können unter Beweis stellen. Uns würde es freuen, wenn Sie ebenfalls wie in der Vergangenheit auch zugegen sein werden, die Kinder unterstützen werden. Das wäre uns ganz, ganz wichtig. Gut, am Ende möchte ich mich bei Ihnen allen, die Sie heute hier gewesen sind und mit uns gemeinsam dieses Jubiläum gefeiert haben, den Auftakt des Jubiläums gefeiert haben, ein großes Dankeschön aussprechen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und wir wollen uns verabschieden, musikalisch, wie es für einen Musikverein vielleicht sich gehört, aber nicht mit Instrument, nämlich gesanglich. Deswegen würde ich mal gerne meine 7 Mitstreiter auf die Bühne bitten. Vielen Dank und viel Vergnügen.
einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Passen Sie gut.